So, es ist mal wieder soweit. Es gibt eine neue Folge Reptile TV und es gibt es jetzt gut ein Jahr. Ich möchte mich echt für die ganzen Lobe und Kommentare, Nachrichten für euch bedanken, auch die Anregungen, die ihr habt. Das motiviert uns natürlich, besonders mich, immer wieder weiterzumachen, neue Sachen rauszusuchen, Sachen zu machen, zu unternehmen. Haben noch viele Sachen vor, die wir machen möchten, sind noch lange nicht da, wo wir hin möchten. Es werden auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich es dieses Jahr noch schaffe, noch ein paar Neuerungen stattfinden. Ihr seid auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ansonsten ist heute das Thema mal, was tun, wenn meine Schlange nicht frisst, sprich das Thema Zwangsfütterung. Viele Leute, wenn die Schlange mal 1-2 Wochen nicht fressen, werden schon nervös, von wegen, dass sie verhungert. Es gibt einen Königspython, das weiß ich aus guter Quelle, ist ein sehr guter Freund von mir mittlerweile geworden. Da hat er knapp 20 Monate nicht gefressen. Wenn er mir das sagt, dann glaube ich ihm das auch. Hat natürlich immer das Gewicht der Schlange kontrolliert, was dabei sehr, sehr wichtig ist. Hatte, ich glaube, 10, 15 Gramm rum abgenommen, also vollkommen human. Die Körperform hatte sich auch nicht verändert. Und von daher hat er da einfach mit der Zwangsfütterung gewartet. Und die Schlange hat dann auf einmal angefangen, selber, als er gefüttert hat, aus der Höhle zu kommen, wieder aktiv zu züngeln. Er hatte eine Maus oder eine Ratte war das damals angeboten und sie hätte sofort gefressen. Gerade bei jungen Schlangen braucht man nicht nervös werden, wenn sie schlüpfen oder lebendgebärend sind. Wartet immer bis zur ersten Häutung. Die haben dann noch genug Dottervorrat. Und nach der ersten Häutung ungefähr nochmal 3-4 Tage, dann könnt ihr mir das erste Mal Futter anbieten. Manche Schlangen mögen dann nur Lebendfutter, manche andere nur Frost. Ich zum Beispiel fütter nur Frost, was manchmal vielleicht ein bisschen länger dauert, weil die Futtertiere sich nicht bewegen. Aber da gibt es halt die ein oder anderen Tricks. Das hier ist jetzt eine von meinen Schlangen, die mir jetzt so ein bisschen Sorgen macht, würde ich nicht sagen, aber die einfach kein Futter annimmt. Ist jetzt 12 Wochen alt, hat nach der ersten Häutung, die ungefähr 10 Tage, also hatte 10 Tage gedauert. 4 Tage später hatte ich angeboten, da ist sie sofort rangegangen. Also ich hatte mir da keine Sorgen gemacht. Seitdem, also die 10 Wochen, frisst sie nicht. Hat jetzt leider auch an Gewicht abgenommen, sodass sie weniger wog als beim Schlupf. Hat sich aber trotzdem ein zweites Mal gehäutet. Hier ist es jetzt allerdings so, das zeige ich euch gleich nochmal in Nahaufnahme, dass sie jetzt oben diese Dreiecksform bekommt. Normalerweise sind Schlangen ja oval bis rund. Daran sieht man halt, dass sie gut im Futter stehen. Was ich jetzt zum Beispiel schon festgestellt habe, wenn man vorne bei der Maus ein bisschen am Maul mal mit der Pinzette so ein bisschen drückt und es dann den Schlangen anbietet, dass dann häufiger schon mal dran gehen, was der Kamerad halt leider auch nicht gemacht hat. Und vor allem in der Dämmerungszeit anbieten, das Füttern. Weil Schlangen ja dämmerungsnachtaktiv sind. Zumindest die meisten Formen. Und da müsst ihr einfach mal gucken. Ein Teppichpython von mir hat er auch ganze Zeit lang nicht gefressen. Da habe ich dann einfach in der Dämmerungszeit nochmal alles zugehangen, dass es wirklich stockdunkel war. Hatte ihm eine Frostratte reingelegt und er ist sofort rangegangen. Also manche Schlangen sind da ein bisschen komisch. Da müsst ihr ausprobieren. Aber wenn es jetzt so ist wie bei ihr, da fütter ich jetzt einfach einmal. Wobei ich da offen von rein sofort sagen möchte, macht es wirklich nur im äußersten Notfall, wenn es unbedingt sein muss. Ich werde es euch gleich einmal zeigen, wie ich das mache. So, ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ich sprach ja eben von der Form. Also normalerweise sind Schlangen halt recht oval oder rund. Bei ihr sieht man halt jetzt schon, dass man von unten das recht flach sieht, also wenig Seiten. Und oben so ein bisschen spitzer zugeht. Hier oben sieht man leicht die Wirbelsäule. Und das ist einfach, weil sie halt jetzt zu viel abgenommen hat. Sie ist halt recht klein, hat halt auch einen Wachstumsschub, nichts gefressen. Und daran kann man halt sehen, bei größeren adulten Tieren ist natürlich, muss es deutlich ausgeprägter sein. Da würde ich jetzt auf gar keinen Fall zwangsfüttern. Bei der Kleinen hier halt schon. Daran könnt ihr halt so ein bisschen erkennen, ob sie jetzt zwangsgefüttert werden sollte oder nicht. So, wenn ich meine Schlangen zwangsfüttere, dann halte ich sie halt mit diesem Schlangengriff, das heißt halt hinter den Kiefern, einfach festhalten. Lasse den Schwanz so ein bisschen auf dem Boden, einfach, dass sie halt Halt hat und sich sicher fühlt. Die Futtermaus nehme ich dann einfach so seitlich in die Pinzette, sodass ich gleich schön Gefühl habe und die Schlange entsprechend füttern kann. So, was ich dann einfach mache, ist, dass ich mit der Maus zu der Schlange gehe und sie ihr quasi vorne am Maul anbiete. Und da müssen wir halt einfach so ein bisschen gucken, wie die Schlange mitmacht, ab wann sie dann das Futter erkennt und dann das Maul aufmacht. Kann an der Seite ein bisschen die Kiefer aufschieben. So. So, und jetzt sieht man das. Nimmt sie die Maus an und ab jetzt einfach langsam den Kopf der Maus quasi hinten in den Rachen schieben. Aber schön langsam, einfach, dass wir nichts kaputt machen, die Schlange nicht verletzen. So, und dann schieben wir jetzt einfach schön langsam nach. So ein bisschen mit den Fingern festhalten. Die Schlange probiert natürlich jetzt auszuwürgen. Und jetzt einfach immer schön vorsichtig die Maus nachschieben. So.
Es kann sein, dass die Schlange dann von alleine frisst, also anfängt zu schlingen. Das merkt ihr dann aber recht gut. Wie gesagt, immer schön vorsichtig. Man kriegt da wirklich ein ganz gutes Gefühl für. So. Entscheidend sind halt immer die dicksten Stellen, also halt die Schulterpartie der Maus, dass wir da besonders vorsichtig sind. Vorsichtig den letzten Rest nachschieben. So, und dann ruhig die Schlange einen kleinen Moment festhalten. Ansonsten läuft man einfach Gefahr, dass sie die Futtermaus ausspuckt. Hier sieht man sie jetzt ganz schön, wie dick es ist. Sie züngelt auch, also das heißt, ich habe die Luftröhre oder die Speiseröhre halt nicht verletzt. Es tritt keine Flüssigkeit aus dem Maul aus. Von daher scheint alles gut gegangen zu sein. Wie gesagt, jetzt warten wir einen kleinen Moment. Sie fängt auch jetzt schon an hier, man kann so ein bisschen tiefer sitzen, zu schlängeln. Wenn ich sie jetzt auf die Hand nehme, sieht man schon, dass sie anfängt halt mit der S-Bewegung. Also diese typische Bewegung, wenn sie hier zusammenzieht, um die Maus nach unten zu bewegen. So. Es gibt natürlich Schlangen, die das Futter jetzt auswürgen würden. Wenn das der Fall ist, bitte auf keinen Fall sofort nachfüttern oder auch so, wenn eure Schlangen mal erbrechen oder das Tier auswürgen, nicht sofort nachfüttern, weil sie halt auch die Magensäure mit hochwürgen und das kann halt wirklich zu Schädigung in der Speiseröhre kommen. Wenn sie erbrechen, auch wenn die Kleine jetzt erbrechen würde, wirklich eine Woche warten und dann nochmal neues Futter anbieten. Vielleicht frisst sie dann von alleine, bei adulten Tieren ähnlich, einfach eine Woche Sicherheit geben. So, ja, jetzt haben wir den Kleinen gefüttert. Ich werde natürlich weiterhin jetzt das Gewicht beobachten, werde jetzt natürlich weiter versuchen, sie so zu pflegen, dass sie halt nicht zwangsgefüttert werden muss. Bei manchen Schlangen geht das dann auf einmal von heute auf morgen. So, das war jetzt mal ein Beispiel, wie man halt eine Schlange zwangsfüttern kann. Wie gesagt, ihr müsst es wirklich nur in den seltensten Fällen machen. Gerade wenn ihr größere Schlangen habt, ist es keine Seltenheit, wenn die wirklich mal ein halbes Jahr Futter verweigern. Macht euch da keinen Kopf. Falls ihr mal zwangsfüttern müsst, hoffe ich, konnte ich euch ein bisschen Hilfestellung geben, wie ihr es zu betrachten habt. Wie ihr seht, sie scheint es ganz gut verkraftet zu haben, ist fleißig am Züngeln, hat das Futter natürlich auch bis nach unten jetzt schon in die Magengegend gebracht. Bei Jungtieren warten bis zur ersten Häutung, 3-4 Tage dann das erste Mal Futter anbieten, immer mal wieder Gewichte kontrollieren, Körperform beobachten, gucken, ob sie sich häuten, dann seid ihr da wirklich auf einem guten Weg. Und ja, ich wünsche euch weiter natürlich alles Gute, hoffe, dass wir uns mal wieder über den Weg laufen, dass wir uns auf der einen oder anderen Messe mal wieder treffen. Und wenn ihr weitere Anregungen habt, Wünsche, wie zum Beispiel Leopardgeckos, da sind wir, wie gesagt, bei, jetzt ein Video zu gestalten. Sagt uns Bescheid, wir freuen uns drauf, hoffen, dass wir noch viele weitere Jahre zusammen machen können. Also mir macht es persönlich wirklich richtig Bock. Ich lerne sehr viel, vor allem das neue Leute kennenlernen, finde ich immer sehr geil. Und freue mich auf die nächste Messe, wünsche euch alles Gute und wir sehen uns. Haltet die Ohren steif. Ciao.